Erstmals hat ein leitender Repräsentant der evangelischen Kirche, Bischof Hans-Jürgen Abromeit, beim ökumenischen Abschlussgottesdienst des Marschs für das Leben in Berlin gesprochen. Er rief dazu auf, Schwangere mehr zu unterstützen. Und wir müssen selbstkritisch sagen, wir waren vielleicht häufiger die Vertreter einer bürgerlichen Moral als die Träger der Last von schwangeren Frauen, von ledigen Müttern und jungen Familien. Aber deswegen bleibt doch das Leben von ungeborenen Kindern ein Leben, das Gott geschenkt hat. Jedes Leben, das Gott geschenkt hat, ist heilig. Die ungeborenen Kinder können nicht für ihr eigenes Recht eintreten. Und darum ist es so wichtig, dass wir diese Last schultern. Veranstalter des ökumenischen und überparteilichen Marsches für das Leben ist der Bundesverband Lebensrecht, ein Zusammenschluss von 13 Organisationen. Rund 5.300 Teilnehmer nahmen laut den Organisatoren an der Demonstration teil. In diesem Jahr stand der Marsch für das Leben unter dem Motto Menschenwürde ist unantastbar, Ja zu jedem Kind, Selektion und Abtreibung beenden. Eckhard Vetter, der Vorsitzende der Deutschen Evangelischen Allianz, wünsche sich, dass Frauen in existenziellen Entscheidungssituationen die notwendige Unterstützung erfahren. Das Recht auf Leben sei aber unantastbar. Die Würde des Menschen gilt, das gilt auch schon für das embryonale Leben. Und von daher haben wir, glaube ich, nicht nur geistliche Argumente, die sind die entscheidenden, aber durchaus auch politische Argumente auf unserer Seite. Und 1.000 Gegendemonstranten, organisiert durch Gruppen wie das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung, forderten die Abschaffung der Paragraphen 218 und 219 und damit ein Recht auf Abtreibung. Rund 500 Polizisten schützten die Teilnehmer vor den Übergriffen der Gegendemonstranten. Auch Alexandra Maria Linder, Vorsitzende des Bundesverbands Lebensrecht, sprach bei der Kundgebung. Sehen Sie einen Kommentar von ihr zur Frage, wie Christen sich praktisch im Alltag für das Lebensrecht einsetzen können. Wir wünschen uns natürlich auch, und das machen die meisten auch, dass das Thema mit in den Alltag kommt. Das ist zum einen die praktische Hilfe für Frauen im Schwangerschaftskonflikt, in der Umgebung für überraschende Schwangerschaften, in der Hilfe für alte, kranke Menschen, die keine Zuwendung mehr erfahren. Der Bereich ist ja wahnsinnig groß. Und zum Zweiten auch in der Argumentation. Es wird ja sehr viel über Lebensrechtsthematik wieder gesprochen in der Öffentlichkeit. Und das ist gut und wichtig. Und wir haben sachliche Argumente, wir haben Zahlen, Fakten und die in einer vernünftigen Diskussion immer wieder weiter zu verbreiten und weiterzubringen, bringt die Sache auch weiter. Die Diskussion wird zum großen Teil sehr hart geführt in der Öffentlichkeit. Das liegt an Ideologien und das liegt an Leuten, die, glaube ich, noch nie eine Frau im Schwangerschaftskonflikt gesehen haben. Wenn man mit unserer Art das tut, erreichen wir ganz viel und können den Frauen auch helfen.